Hallo, hier ist euer Dutzi Dutzi und willkommen zu einem kleinen Video von mir. Und heute zeige ich euch mal meinen Sturmsoldaten PvE und Raid Setup, was ich so gemacht habe. Also das, was auf jeden Fall für mich sehr gut funktioniert. Es muss halt für alle sein, aber vielleicht habt ihr dann so eine bessere Richtlinie, nach der ihr spielen könnt. So, fange ich mal mit den Vorteilen an. Und zwar, Ansturm habe ich überall dabei. Und zwar, falls man AOE-Feld auf dem Boden ist, damit ich so schnell wie möglich da rausrennen kann. Einmal hier den ballistischen Vorteil, damit ich ein bisschen weiter schießen kann und auch die Handhabung ein bisschen besser ist. Und warum ich genau das reingemacht habe, das werde ich euch auch gleich dann erklären. Das ist nämlich das PvE-Bild. Und hier einmal den Sensor-Hack, damit ich Schaden gegen, damit ich zum Beispiel fliegende Drohnen in 0,nix einfach mal wegkloppen kann. So. Und nun zu den Waffen von dem PvE-Setup. Einmal die AX200. Die Werte sind Schaden gegen Drohnen und Reichweite. Und da habe ich ziemlich viel Credits ausgegeben, damit ich da genau diese Werte krieg, weil ich wollte genau diese Werte haben. Schaden gegen Drohnen, erklärt sich ja von selber. Hier oben ist der ist der nochmal genau angezeigt, was der genau bringt. Und zwar Bonusschaden an Drohnen, weniger gegen Raid-Bosse. Bedeutet im Prinzip, dass man 10% Schaden gegen Drohnen hat. Und dann eventuell 2-3% bei den gegen die Raid-Bosse. Aber genau das macht es am Ende aus. Deswegen habe ich den Sensor-Hack auch immer überall drin. So, und da habe ich die AX200 und Schaden gegen Drohnen und Reichweite, damit, weil ich will auch mit der so wie sie snipen. Erst, die ist ziemlich schnell und ich kann damit über 200 Meter locker die Leute noch snipen. Also ab 250 Meter haben wir es schon schwierig, aber es ist normalerweise muss man weiter gar nicht schießen. Meiner Meinung nach. Gut, und im Ausgerüstet habe ich das erweiterte Magazin, damit ich 50 Schuss habe. Habe ich einmal Schalldämpfer drauf gemacht, kann man auch abmachen, wenn man zum Beispiel einfach nur noch Haut drauf schießen will und einfach ein bisschen mehr Schaden drücken will. Dann, also den Schalldämpfer nur wirklich drauf machen, wenn man noch nicht entdeckt ist. Und dann versuchen die Leute aus der Ferne so ein bisschen noch einen Headshot zu geben oder so, damit die so schnell wie möglich erledigt sind dann. Bei der Schiene habe ich mich für mal da entschieden, weil es hat 15% Reichweite, die brauche ich. Minus 10% Schwanken und minus 20% Schussstreuung. Da hat einmal die digitale Zieloptik, weil ich fand die am besten, weil da konnte ich bisher am meisten zielen. Und unten habe ich mich für den Granatwerfer entschieden. Ich hätte auch hier was anderes nehmen können. Aber Granatwerfer ist eigentlich so das Beste. Wenn zum Beispiel fahrende Autos oder Helikopter kommen, da könnt ihr die ziemlich schnell mit dem Granatwerfer einfach wegholen. Also das ist im Prinzip so eine All-Rounder-Waffe. Ich finde, die ist ziemlich hammergeil. Und deswegen habe ich auch entsprechend Bonis drin, damit ich Schaden gegen Drohnen und dann halt noch die richtige Reichweite habe. Und genau wegen der Waffe habe ich auch den ballistischen Vorteil reingemacht, damit ich so weit wie möglich schießen kann und vor allem auch genau treffen kann. Und als zweite Waffe habe ich die Stoner. Da habe ich mich nur auf einen Bonus spezialisiert, und zwar Schaden gegen Drohnen. Schaden gegen Drohnen habe ich eigentlich momentan so gut wie überall drauf, außer bei einer Waffe. So, und da habe ich auch das erweiterte LMG Magazin reingemacht, damit ich einfach mal 150 Schuss habe. Dann habe ich LMG Mündungsfeuerdämpfer wegen minus 20% Schussstreuung. Schiene habe ich auch wieder mal da ausgewählt, war für mich auch die beste. Zieloptik Kimo und Korn, das reicht mir für die Waffe. Und Unterlauf habe ich Kripod genommen, weil das hat noch ein bisschen Reichweite. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht. Ich hätte auch zwei Beine nehmen können, aber ich dachte mir,
weil die braucht ein bisschen lang zum Ziehen und hier hat man Reichweite und gut, die Geschwindigkeit beim Ziehen ist ja auch ein bisschen runter. Das ist im Prinzip genau dasselbe, wenn man will. Ja, und hier hat man halt ein bisschen weniger Schwanken drin. Aber es ist nicht so tragisch. Also da könnt ihr aussuchen, ob ihr da zwei Beine oder Kripport reinmacht. Ist eigentlich egal. Das so. Und die Pistole war mir persönlich egal. Dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich die Sterbs-Sonde rein, die man von Walker kriegt. Weil die macht ziemlich viel Schaden und mit der letzten Kugel auch nochmal 10 Schaden mehr. Deswegen dachte ich mir, komm, dann mache ich die rein. Gut, und nun zu meinem nächsten Setup. Und zwar gegen den Supercomputer oder Quantencomputer. Sogar Quantencomputer von mir aus. Die Vorteile sind ziemlich ähnlich. Einmal wieder dieses Anstürmen, Bewegungstempo. Dann habe ich den Packesel reingemacht, damit ich da noch ein bisschen mehr Munition habe. Weil gegen den Supercomputer, da klappt man fast das komplette Magazin rein. Da dachte ich mir, ein bisschen mehr Munition, da kann ich für die Ads dann eventuell die zweite Waffe dann nehmen. Damit ich die schnell wegholen kann. Und für die erste Waffe, die auch ein bisschen mehr Schaden drückt, dann einfach die Patchneck dann nehmen. Und dann natürlich einmal den Sensor-Hack, damit der Schaden gegen die Bosse dann extrem hoch dann wieder ist. Gut, und nun zu den Waffen. Wie ich schon gerade erwähnt habe. Erste Waffe ist die Patchneck. Und die zweite die Stoner. Die Stoner habt ihr im Prinzip schon gesehen. Die war beim anderen Setup auch dabei. Und hier habe ich auch wieder Schaden gegen Drohnen drauf. Und hier haben wir auch wieder das erweiterte Magazin drauf. Einmal LMG Mündungsfeuerdämpfer. Hier glaube ich auch wieder Kimber und Korn. Und Unterlauf kann man sich im Prinzip den Grip-Port dann schnappen, weil das andere hat mir jetzt überhaupt nicht so gefallen. Jo. Und den hier kann ich nochmal aufmachen. Den kennt ihr aber im Prinzip schon. So. So, nun zur nächsten letzten Vorlage. Wieder zu den Vorteilen. Einmal anstürmen. Also die Vorteile sind im Prinzip genauso wie bei der zweiten Vorlage. Einmal anstürmen, einmal Packesel wegen Munition und dann noch einmal Sensor-Hack, um Schaden gegen Drohnen zu machen. Und dann habe ich mich für Silverstack entschieden, weil erhöhte Boni bei niedriger Technikanzeige, also sobald ihr sie niedrige Technikanzeige habt, dann macht ihr um einiges mehr Schaden und dann könnt ihr da ziemlich viel rausholen dann. Und hier kann man natürlich nur Standardmagazin auswählen. Und dann bei der Mündung habe ich natürlich verringerte Schussstreuung reingemacht. Bei der Schiene habe ich das Adpial mal 3 genommen, weil da gab es leider kein Maldal. Sonst hätte ich das auch ausgewählt, aber geht leider nicht. Digitale Zieloptik habe ich wieder gemacht. Kann man schön zielen. Und hier habe ich dann für zwei Beine entschieden, weil man dann weniger Schwanken hat. So, und genau. Als zweite Waffe habe ich dann auch wieder die Stoner drin. Die Stoner habe ich eigentlich überall drin. So als Zweitwaffe. Habt ihr im Prinzip auch schon gesehen, aber ich zeig's immer wieder, ist kein Problem. Das brauche ich aber nicht zu erklären. Ja, und da könnt beim Unterlauf, da könnt ihr euch im Prinzip entscheiden, ob ihr das haben wollt oder lieber das. Ja, also hier hat man den weniger horizontalen Rückstoß und weniger Schwanken. Und hier habt ihr nur den vertikalen Rückstoß. Also man kann natürlich Geschwindigkeit beim Es ist im Prinzip genau dasselbe, also man kann auch zwei Beine nehmen. So, genau. Das ist im Prinzip so. Also die dritte Vorlage ist im Prinzip gegen die anderen Boss, also gegen den ersten, zweiten und vierten Boss. Das ist jetzt also gegen Baal,
Gargoyle und Kerberos. Genau. Also gegen die Bosse habe ich dieses Setup. Genau. Ich muss wieder Vorlage wechseln. So. So, und mit dem PvE-Setup, da laufe ich meistens so rum. Und tue damit der AX200 dann so ein bisschen snipen im Prinzip. Und ganz das ist wichtig, wenn ihr zwei Waffen ausgerüstet habt, immer darauf achten, dass ihr nicht dasselbe Kaliber benutzt. Weil sonst benutzt ihr dieselbe Munition. Und dann habt ihr auch am Ende dann keine Munition mehr. Also hier ist im Prinzip so, die zweite Waffe benutze ich immer, wenn ich keinen anderen Ausweg finde. Und dann einfach dann auf einmal, was weiß ich, drei oder vier Ads auf einmal vor mir stehen und dann versuche ich sie dann so immer noch so ein bisschen wegzuholen. Genau, und das ist im Prinzip mein Sturmsoldaten-Pild, was für mich funktioniert. Muss nicht sein, dass es bei allen funktioniert. Gut. Und ich denke, das war's dann auch mit meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt so eine Richtlinie bekommen, wie ihr am besten spielen könnt. Aber ihr müsst auch euren eigenen Stil finden, wie ihr am besten spielen könnt, weil es bringt nichts, das jetzt genauso zu machen und dann funktioniert es am Ende für euch nicht und dann beschwert ihr euch. Also ihr müsst wirklich auch sehen, dass es für euch auch gut funktioniert. Gut, dann verabschiede ich mich und dann sage ich dann auch nur noch, mach's gut.